Hi Leute, Standheizung Eberspecher D1L. D1L, ich weiß nicht, ob man sehen kann, müsste man vielleicht lesen können. Dieses Ding war in meinem 7807 eingebaut, als ich den 1985 gekauft habe. Das Ding sitzt vorne original drin. Hat im Armaturenbrett so einen Schalter für Lüften und für Heizen. Drei Positionen, 0, Lüften, Heizen. Das Ding hat, ich glaube, ein halbes Jahr gehalten. Und da war das Ding schon kaputt. Oder sogar den nächsten Winter, ich weiß es nicht mehr genau. Es sprang nicht an. So, dann habe ich mich mit dieser Sache befasst. Ich bin damit zu den ganz klugen Leuten gefahren, sprich Bosch-Dienst, Vertretung für Eberspecher. Der Bosch-Dienst ist ein ganz kluger Verein. Ich habe das Ding da mit hingenommen. Ja, sagt er, Prüfstand, aufgekaut, aufgebaut, funktioniert. Einwandfrei. Was haben Sie denn? Ich sage immer, wenn ich das Ding einschalte, brennt immer die Glühkerze durch. Das hatte ich schon selber festgestellt. 22 Euro für so eine Glühkerze, oder damals waren es noch Mark, heute kostet glaube ich so viel an Euro, wie sie damals in Mark gekostet hat. Naja, bei einer Glühkerze sagt man okay, aber bei 10 Glühkerzen sagst du dir, weißt du was, langsam wird die Sache doch ein bisschen teuer. Und da hatte ich schon festgestellt, dass die Glühkerze durchbrennt, weil sich immer an der Glühkerze Ölkohle an einer Stelle sammelt. Kohle hat natürlich die Eigenschaft, dass Kohle Strom leitet. Und dann brennt immer die Glühkerze, das war so eine Wendel, die aufgewickelt war auf dem Keramikkörper und unten war keine Kohle, nur an der Seite. Und dadurch fließt der Strom, der oben reinkommt, durch die Kohle, unten raus wieder und auf den Draht und dann wieder an die rückführende Leitung, und dann war unten die Glühkerze jedes Mal durchgebrannt, weil es ja eben Kurzschluss war. Die Windungen waren ja praktisch kurzgeschlossen. Konnte nicht halten. Naja, nach ein paar Glühkerzen habe ich dann irgendwann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Dann habe ich das Ding selber untersucht und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, ich denke, weißt du was, du machst einfach den Stromkreis stärker. Das Stromkabel wurde verstärkt. Ich glaube, hier ist noch ein dickeres dran, kann man sehen, das war schon eine Eigenkonstruktion. Auf jeden Fall habe ich das stärker gemacht. Da lief das Ding wieder. Aber das ging nicht lange gut, da war das wieder das Gleiche. Und da habe ich immer gesagt, das ist doch nicht normal. Es hat ja zuerst gelaufen. Dann habe ich angerufen bei Eberspecher. Und Eberspecher hat mir erzählt, da hatte ich zum Glück einen richtigen Mann, der sich auch mit der Sache auskennt. Und nicht solche Leute wie die Klugen bei Bosch. Tut ja alles und es tat trotzdem nicht. Auf dem Prüfstand tat das auch. Ja, da hatten die hier, klemmen die hier 13, 14 Volt an und dann läuft das Ding. Und der hat mir ganz einfach erklärt, die Sache ist ganz einfach. Das Gebläse erreicht nicht die hohe Drehzahl, weil die Lager schwer laufen. Die verdrecken im Laufe der Zeit. Die saugt ja hier vorne an und die Lager nehmen etwas Staub auf. Das ist nicht viel, aber die Enddrehzahl wird nicht erreicht. Wenn die Enddrehzahl nicht erreicht wird, wird auch nicht die Luftströmung erreicht. Wenn die Luftströmung nicht erreicht wird, wird in diese um die Glühkerze, die hier unter diesem Gummi sitzt, kann das vielleicht mal losmachen, hier sitzt die Glühkerze drunter, und um die Glühkerze ist innen drin so eine Art Fliegensieb, ein ganz fein, ganz, ganz feines Fliegensieb. Da wird der Diesel drauf gesprüht, und wenn die Luftmenge nicht ausreicht, wird der Diesel nicht genug verstäubt. So, das heißt, der Diesel sprüht, als wenn ich aus einer Spraydose sprühe. Ein Strahl wird praktisch nur aufgegeben. Oder Strahl nicht, es wird ja verteilt über das Gebläse. Aber es wird eben nicht genug verteilt. Normal muss diese Glühkerze umspült von Luft werden. Das wird sie aber nicht. Und dadurch lagert sich an einer Stelle beim Startvorgang der Diesel an der Glühkerze ab. Und die Glühkerze brennt nach 10, 15 Starts wieder durch. Da hat er mir gesagt, sie brauchen nur ein neues Gebläse. Ja, so ein neues Gebläse ist ja auch ein Schnapper. Ich weiß gar nicht mehr, da das ja jetzt so lange her ist, kann ich jetzt nicht mehr im Detail sagen, was ich gemacht habe. Ich habe was gemacht, ohne ein neues Gebläse zu kaufen. Da ist immer noch das erste Gebläse drin. Ich meine, dass ich damals beigegangen bin und habe das Gebläse einfach nur geölt. Mit irgendeinem dünnen, ich glaube, wie heißt das Zeug? Ballistol oder sowas, ja. Habe ich das geölt und danach lief er wieder.
Man muss irgendwann mal neue Gebläselager einbauen, wenn man das dann kann. Das ist gar nicht so einfach. Also wenn man dieses Ding zerlegen will, da sind hier so Niete drauf. Da ist noch ein Niet, hier fehlt schon eins, hier auch. Und dieses Niet kann man, ich drücke das zum Beispiel hier mit so einer Kabel, so einer Prüflampe, den Stift in der Mitte, den kann man reindrücken. Das ist wie ein Popniet, oder wie nennt man die Dinger, diese Blindnieten. Die werden mit so einem Draht durchgezogen. Diese sind Kunststoffstifte, die in diesem Niet sind. Man drückt die also ins Gehäuse rein. Hier kann man es jetzt vielleicht gerade sehen, ich habe den gerade ein bisschen weggedrückt. Und dadurch fällt der Stift ins Gehäuse. Muss man natürlich anschließend rausschütteln. 6 Niete sind vorhanden. Unter diesem Gummi ist noch ein Thermostatschalter. Ja, jetzt hier seht ihr es. Kaputt. Alt. Das Gummi ist so hart, das bricht ab. Da ist ein Sicherheitsthermostatschalter dran. Das ist, jetzt kann ich auch ganz abmachen. Das Ding geht bei Übertemperatur, springt der an. So, jetzt ist er ruhig. Das klebe ich nächstes Mal aber drüber, wenn ich das Ding nochmal wieder jemals brauchen sollte, was ich glaube ich nicht tue. Das Steuergerät geht in den seltensten Fällen kaputt. Es geht kaputt, aber sehr, sehr selten. Meistens ist das Steuergerät heil. Bleibt auch heil. Die Spritpumpe, die hier angetrieben wird, ist ja so eine kleine Pumpe. Die wird einfach nur getaktet. Theoretisch kann man die auch takten mit einem stinknormalen Blinkerrelay. Damit würde man schon so eine Anlage laufen lassen. Die Glühkerze hat 2 Anschlüsse. Kann man das sehen? So. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier oben wird Strom draufgegeben, dann ist eine Isolierscheibe und hier ist Masse. Diese Masse ist aber nicht die Gehäusemasse. Warum ist das so? Man misst den Strom, die Elektronik oder in dem Steuergerät die Elektronik misst den Durchgang. Das heißt, wenn die Glühkerze kaputt ist, sagt die Elektronik, nein, nicht Dieselpumpen. Wenn sie das nicht machen würde, würde sie ja das Gehäuse voll von Sprit pumpen, weil er nicht merken würde, dass die Glühkerze kaputt ist. Also muss es irgendeine Möglichkeit geben, beim normalen Ölbrenner ist es ja auch so, da ist eine Fotodiode drin und die sagt, wenn da kein Licht, wenn der Brenner nicht läuft und die Flamme nicht leuchtet, sagt die Fotodiode nach einer gewissen voreingestellten Zeit ausgehen. Sonst würde er das ganze, den ganzen Ofen vollpumpen mit Sprit, mit Heizöl. Und hier ist es ja beim Diesel genau das gleiche. Der würde ja die Brennkammer fluten irgendwann, weil ja die Flamme gar nicht brennt. Darum ist das keine gleichzeitige Masse. Die wird hier einmal über das eine und das andere Kabel zugeführt und wieder über die Platine, die dann misst und sagt, ja, da kommt Strom an. Und sonst schaltet sie aus. Wenn also eine Standheizung nicht startet, entweder ist dieser Übertemperaturschalter drin gewesen, raus gewesen, dass man den drücken muss, oder die Glühkerze ist kaputt. Das sind so die Hauptursachen. Und wenn das Ding immer wieder Kohle anlagert, muss das Ding, das Gebläse auseinandergebaut werden. Das ist nicht ganz einfach. Man kann es, ich habe es damals auch gemacht, es sind auch ganz kleine scheiß Kugellager drin, aber es funktioniert. Das ist die Hauptursache bei diesen Anlagen. Laufen tun die gut. Mir hat damals einer gesagt, ich hatte das Ding ja war vorne direkt am Motor oder über dem Motor sitzt es in der Trennwand, die beim Deutz zwischen Batterie und Motor sitzt, diese große Trennwand. Da wird das Ding original eingebaut, beim 7807 jedenfalls, ob es bei anderen Treckern ist, weiß ich nicht. Und da war es so, ich habe da mit dem Mann telefoniert, ich sagte, der saugt ja Staub an. Das ist nun mal so, ein Trecker fährt nun mal im Dreck und Staub, das ist einfach so, auch im Sommer. Und da sagt er mir, ja, es gibt Filter, die man vorne drauf machen kann. Ich habe damit telefoniert, er konnte mir aber so einen Filter nicht besorgen. Ich habe das Ding irgendwann ganz ausgebaut und ich habe eine andere Heizungsanlage eingebaut. Denn diese Dinger gehen nur, wenn die in der Kabine sitzen. Beim DX 140, 160 waren die Dinger hinterm Sitz eingebaut und dann haben die natürlich in der Kabine nicht so einen Staubanteil, als wenn die vorne unter dem Motor sitzen oder unter der Haube sitzen, über dem Motor. Das ist das ganze Prinzip. Hier müsste ein riesen Luftfilter vor, dann könnte man oder in der Kabine sitzen, dass der nur die Kabinenluft in eine Runde pumpt und dadurch anwärmt. Dann ist das eine schöne Heizung. Die funktionieren dann gut. Aber Sand oder Staub mögen die Dinger nicht. Das ist mein Tipp zu diesen Heizungsanlagen.